Hey alle zusammen, ich bin's wieder, Hexalexa, und ihr erinnert euch bestimmt noch an das Video, was ich zum Hunter gemacht habe, wo ich erzähle, dass man mit dem Orpheus Rig den meisten Damage von einer Super machen kann, die es gerade aktuell gibt. Und das ist nicht so ganz wahr, denn es gibt noch ein anderes exotisches Beinpaar, wo man noch mehr Damage rausholen kann. Denn mit den exotischen Beinen Sternverschlinger holt ihr noch mehr Schaden aus eurer Ulti raus. Ach ja, und wenn ihr mich gerne unterstützen wollt auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten und euch mein Content gefällt, lasst sehr gerne ein Abo da und einen Kommentar und ein Like für den Algorithmus. Auf Twitch bin ich auch ab und zu mal live und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet und wir das Ziel zusammen erreichen würden. Also, damit die exotischen Beine auch funktionieren und man wirklich den maximalen Schaden rausholen kann, muss man, wenn die Ulti voll ist, weitere 8 Sphären einsammeln. Was an sich eigentlich ziemlich schnell geht, wenn man die Mod drin hat, dass man selber Sphären erstellen kann und die Verbündeten auch. Und noch dazu in Bossphasen, wenn andere ihre Ulti raushauen, wartet ihr einfach ganz kurz, damit deren Sphären auch noch ein, wenn euch was fehlt. Und dann haut ihr eure Super raus mit den ganzen Debuffs und Buffs und dann ist der Schaden insane groß. Kleiner Nachteil gibt es aber, wenn man stirbt, ist der Buff leider weg. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel 8 Sphären gesammelt hat und man stirbt, ist leider der ganze Buff weg. Noch dazu gibt es einen weiteren Vorteil, und zwar kann man ja jetzt in Lehre 3.0 verschlingen auf jeden Char spielen, wodurch sich durch Kills Fähigkeiten schneller regenerieren und man Leben dazu bekommt, wodurch man die ganze Zeit seine Fähigkeiten spammen kann und nicht wirklich sterben kann, zumindest schwerer als sonst. Und wenn man diese Beine trägt, kann man weiterhin mit voller Ulti, auch wenn man die 8 Sphären voll hat, weiter Sphären aufnehmen und somit durch das Fragment von Lehre 3.0 Verschlingen weiterhin aufrechterhalten. Und perfekt sind diese Exo-Beine auf jeden Fall für Bosse, wo man vorher eine Flagge reinpacken kann. Und diese Exo-Beine sind auch perfekt für Boss-Fights, wo man vorher eine Flagge stellen kann und es auch ein paar Ads zu clearen gibt vorher, bevor man Schaden machen kann. Denn bei den meisten Bossen ist es wirklich so, dass dann die 8 Sphären eingesammelt sind. Ich habe das jetzt in einigen Raids ausprobiert und es funktioniert wirklich richtig gut. Der Schaden war richtig nice und es macht richtig Spaß, damit zu spielen. Noch dazu hat man halt auch einen Platz auf seiner Rüstung frei, womit man halt jetzt nicht unbedingt eine mit Licht aufgeladenen Mod draufpacken muss, damit man weiter Sphären sammeln kann. Oder eine schwere Waffe mit explosivem Licht tragen muss, um weiter Sphären aufnehmen zu können. Und das ist schon ziemlich nice. Dann bin ich mit einem Freund aus dem Clan in den Dungeon-Sog der Habsucht reingegangen und habe mal eben die Damage-Zahlen verglichen. Einmal mit Orpheus Rig und einmal mit den Sternverschlingerschuppen. Und man sieht eindeutig, dass der Schaden mit den anderen Exo-Beinen deutlich höher ist. Es ist jetzt aber auch kein Muss. Orpheus Rig, die Beine sind immer noch richtig gut, vor allen Dingen, sag ich jetzt mal, in Spitzenreiter, wo man halt vielleicht ab und zu mal stirbt oder keine Flagge vornehmen kann und die Ulti jetzt nicht unbedingt mit 8 Sphären überladen werden kann, ist das jetzt schon an sich auch noch ganz gut. Ja, woher bekommt man die Exo-Beine? Die Exo-Beine sind eine der neueren exotischen Ausrüstungen, die man in einem Solo-Dungeon bekommt, auf 1550 oder 1580. Ob die inzwischen auch im normalen Lootpool zum Droppen drin sind oder Xur sie ab und zu hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber solltet ihr die Dungeon auf 1550 laufen, ist die Chance auf jeden Fall sehr hoch, wenn ihr dieses Exo noch nicht habt, dass ihr es bekommt. Ja, dann zeige ich euch eben kurz noch die Skillung. Da hat sich jetzt nicht wirklich viel getan. Ich habe natürlich den Möbius-Köcher drin, ganz klar. Die zwei Aspekte, verschwindender Schritt und die volle Ausführung habe ich mit dabei. Dann noch Echo der Entkräftung für unser Verschlingen-Perk. Dann noch Echo der Veränderung, dass die Ziele explodieren. Dann Echo der Überreste, dass unsere leeren Granaten ein bisschen länger anhalten. Und dann habe ich noch Echo der Ausdauer drin, dass unser Verschlingen noch ein bisschen länger anhält. Denn ich finde, 7 bis 10 Sekunden ist das, glaube ich, ohne. Ist manchmal ein bisschen knapp. Vor allem, wenn da gerade keine Ads da sind. Und mit diesem Perk habt ihr dann bis zu 15 Sekunden.
Ja, Ausrüstung her habe ich geguckt, dass ich mit der Disziplin 100 bin. Aus Erholung ist er dann noch nicht so auf 100. Muss ich noch rumbasteln. Ich habe hier auf jeden Fall unnachgiebiger Quellenschöpfer drin. Wenn ich nämlich eine Klassenfähigkeit mache und danach eine Gegnertüte, mache ich auf jeden Fall 100%ig eine leere Elementarquelle. Dann habe ich noch harmonischer Ziffern drin, dass ich selber auch Sphären erzeugen kann. Ja, und halt einen Raketenwerfer Munitionsfinder, weil der Slot halt noch frei war. Auf den Arm habe ich flüchtiger Fluss drin. Wenn ich nämlich dann eine leere Elementarquelle aufnehme, habe ich flüchtige Geschosse auf meiner MP, Bogen, was auch immer, was ihr da nehmen wollt. Dann habe ich auf der Brust elementare Zeitausdehnung drin. Die sorgt nämlich dafür, dass meine Elementarquellen-Mods, die zeitlich begrenzte Vorteile geben, erhöht wird. Dann habe ich hier, weil ich noch nicht genug Platz habe, erstmal noch Elementarnachschub. Wenn ich einen Gegner töte mit meiner Granate, kommt da auch 100%ig eine Elementarquelle raus. Und hier habe ich halt noch Quelle der Macht drin, was sich halt dann hochsteckt mit der anderen Stasis-Mod. Normalerweise bekommt man hier durch 5 Sekunden erhöhten Schaden auf leere Waffen, aber zusammen mit der Mod elementare Zeitausdehnung sind es 15 Sekunden. Und die Season-Mod verschlingt stark, ist wirklich stark, denn wenn wir Verschlingen aktiv haben und dann die Super raushauen, machen wir einen erhöhten Schaden mit unserer Super. Also man merkt es auf jeden Fall. Ja, Waffen hatte ich jetzt einen Dürresammler dabei. Dann auf jeden Fall hier eine leere Waffe, damit wir auch die flüchtigen Geschosse ausnutzen können. Man kann auch im primären Slot eine Waffe mit Osmose reinnehmen. Wenn wir nämlich Granaten schmeißen, was wir oft tun, passt sich die Waffe nämlich mit dem Schadenstyp an und wird so auch zur leere Waffe zum Beispiel. Und hier habe ich jetzt noch Pilmara B drin, aber der Vorteil ist, ich brauche diese Waffe jetzt nicht unbedingt. Die hatte ich sonst immer drin wegen explosivem Licht. Jetzt kann ich aber auch eine Galahorn spielen oder so und kann trotzdem mit einer vollen Ulti Sphären aufnehmen für Verschlingen. Ja, dann noch das Aussehen. Denn ich sag jetzt mal, die Exobeine haben einen sehr speziellen Look. Und ich habe geguckt, dass das andere Look sich ein bisschen den Beinen anpasst. Denn es war schon ein bisschen schwer, da was zu finden. Denn die Beine sehen sehr speziell aus und es sieht ein bisschen komisch aus, wenn der Hunter einen bestimmten Stil hat und dann kommen halt diese Beine, die so ein bisschen Leviathan-wassermäßig aussehen. Ja gut, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das hat euch noch ein bisschen geholfen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und weiterhin guten Loot in Destiny. Und man sieht sich. Ciao, ciao.